Hey ihr Lieben, ich bin's die Eva von Evas Backparty und heute habe ich wieder ein richtig leckeres Rezept für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr so einen Pizza-Pasta-Cake herstellen könnt, also so eine Nudelpizza. Und ich kann euch nur empfehlen, das einmal auszuprobieren. Das ist eine richtig leckere Alternative zu der normalen Pizza aus Hefeteig, also gerade für die Pasta-Liebhaber ein perfektes Rezept, also macht's auf jeden Fall nach. Wir brauchen 250 Gramm Nudeln, 150 ml Milch, 2 Eier, 125 Gramm Mozzarella und etwas Salz zum Wasserkochen. Und das Wasser erwärme ich jetzt einfach in einen Topf, bis es anfängt zu kochen und dann geben wir das Salz hinzu. Sobald euer Wasser das Kochen anfängt, gebt ihr noch das Salz und die Nudeln hinzu. Und die Nudeln lasst ihr jetzt so lange aufkochen, bis sie schön gar sind. Da schaut ihr einfach auf der Packung nach. Bei mir sind es jetzt 8 Minuten. Währenddessen können wir schon mal die restlichen Zutaten miteinander verrühren und davor muss ich den Mozzarella noch reiben. Oder ihr könnt ihn auch ganz fein würfeln, das geht natürlich auch. Den geriebenen Käse gebt ihr zusammen mit den Eiern und der Milch in eine Schüssel und verrührt es miteinander. Die Nudeln sind fertig gekocht. Und die habe ich auch einfach ganz kurz kalt abgeschreckt. Und bevor ich die jetzt in unsere Form gebe, fette ich die vorher noch ein. Und ich habe hier jetzt eine 24 cm Tartform. Ihr könnt aber genauso gut auch eine Springform verwenden. Oder auch eine Auflaufform, das geht alles. Die Nudeln füllt ihr dann einfach in eure Form ein und gebt dann eure Käse-Milchmischung darüber. Die Nudeln kommen dann in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze und sie werden ungefähr 20 Minuten brauchen. Und währenddessen können wir dann schon mal die Tomatensauce vorbereiten. Wir brauchen 400 Gramm geschälte Tomaten, eine große Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, eine Paprika, viele verschiedene Kräuter und Gewürze, 250 Gramm geriebenen Mozzarella und dann noch etwas Pizzabelag. Und die Zwiebel und den Knoblauch schäle ich jetzt einfach und schneide ihn dann klein. In einer Pfanne erwärmt ihr etwas Olivenöl und dünstet darin die Zwiebeln glasig. Wenn die Zwiebeln dann anfangen glasig zu werden, gebt ihr dann noch den Knoblauch und die Paprika hinzu. Falls ihr übrigens keine Paprika mögt, könnt ihr sie auch einfach weglassen. Aber ich finde es immer ganz lecker in der Tomatensauce. Ich habe die Paprika jetzt auf mittlerer Hitze etwas angaren lassen, ungefähr so 3 bis 4 Minuten und dann gebt ihr noch die Tomaten hinzu. Falls ihr keine geschälten Tomaten bekommt, könnt ihr stattdessen zum Beispiel auch passierte Tomaten verwenden. Die Gewürze könnt ihr dann auch noch hinzugeben und ich habe hier jetzt verschiedene italienische Kräuter, etwas Chilipulver, Salz, Pfeffer, aber ihr könnt natürlich das verwenden, was euch am besten schmeckt. Am besten einfach abschmecken, bis es die richtige Würze für euch hat. Die Tomatensauce lasst ihr da ein paar Minuten schön einköcheln, bis die Tomaten schön matschig sind und dann können wir sie über die Nudeln geben. Die Nudeln waren bei mir jetzt auch schon 20 Minuten im Ofen und der Käse ist schön verlaufen und da geben wir jetzt einfach unsere Tomatensauce oben drüber. Die Tomatensauce verteile ich dann einfach schön gleichmäßig auf unseren Nudeln. Zum Schluss nehmt ihr dann euren geriebenen Käse und verstreut ihn oben auf eurem Pizzacake. Und jetzt könnt ihr eure Nudelpizza noch lecker belegen, je nachdem, was ihr gerne auf der Pizza esst, also zum Beispiel Wurst oder Pilze. Ich habe mich jetzt gerade dagegen entschieden, weil ich heute lieber eine vegetarische Variante essen möchte und mir das jetzt so mit dieser Käse-Tomatensauce-Variante schon langt.
Ja, und dann die Nudelpizza kommt jetzt dann nochmal in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 10 bis 15 Minuten, bis einfach der Käse schön goldbraun ist. Und fertig ist der Pizza-Pasta-Cake oder ihr könnt sie natürlich auch Nudelpizza nennen. Ich würde es euch empfehlen, sie auf jeden Fall mal nachzumachen. Ist einfach mal was anderes als eben die Pizza aus Hefeteig. Ich zum Beispiel bin ein riesen Pasta-Fan und deswegen esse ich das total gerne mit Käse und Tomatensauce. Ja, das komplette Rezept mit allen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox verlinkt. Dort verlinke ich euch ja immer meine Website, dann könnt ihr alles nochmal genau nachlesen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!